Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Part von Xenoblade Chronicles 3. Ja, der letzte Part, der wurde ein bisschen lange, war nicht beabsichtigt, dass er fast 40 Minuten lang wird, aber es kamen halt zigtausend Zwischensequenzen. Beziehungsweise gefühlt haben wir einen Film geguckt. Hallo, wer bist du denn? Ach, du bist der andere, dieser Lance. Ich muss auf diese Charaktere klarkommen. So, hier hat das Schlachtfeld stattgefunden. Da ist noch das erschlagene Etwas. Ich sehe interessante Dinge in der Ferne. Wenn dieser Teil übrigens so ist wie die alten, dann werde ich hier sehr viel auch noch nebenbei finden. Zum Craften, zum Verkaufen, etc. etc. Das müssten dann, wenn die Dinge hier sein. Ja. Es liegen dann nämlich wie im alten Spielen überall so Zeug rum, was man einsammeln kann und da kann man dann so eine Liste abarbeiten. Den Erweiterungspass habe ich übrigens zu diesem Zeitpunkt nicht, werde ich mir aber noch holen. Weil ich habe auch vor, das DLC zu diesem Spiel zu spielen. So, jetzt wollte ich auch nochmal generell hier durchgucken. Hier steht immer bei, wie viel Geld das wert ist. Ich will einfach generell wissen, was wir hier alles haben. Amiibo. Okay, direkt den Schulk-Amiibo einmal durchhauen. Und natürlich habe ich jetzt direkt von Anfang an das Monado. Tut mir übrigens leid, dass ich das letzte Mal nicht richtig gesehen habe. Kann ich auch andere Amiibos durchhauen? Ich hau mal einen Link-Amiibo durch. Ah, das bringt Erfahrung. Ja komm, dann hauen wir jetzt eben kurz alle durch. Und die ich habe. Sind nicht besonders viele, keine Sorge. Aber wenn, dann muss ich sie ja mal durchhauen, ne? Okay, das war jetzt ein Little Mac Amiibo, der hat nichts wirklich gebracht. Aber man kann nur 4 Amiibos an einem Tag durchhauen. So, kann ich jetzt irgendwen einfach das Monado ausrüsten? Wenn ja, ist das richtig geil. Wo ist mein Monado? Ich hab's doch freigeschaltet. Ach, irgendwo wird's schon sein. Im Übrigen, ich kann das Spiel, glaube ich, nicht auf Deutsch stellen. Es gibt entweder Englisch oder Japanisch und wir nehmen natürlich Englisch. Damit ihr zumindest irgendwo was versteht. Und ansonsten werde ich jetzt hier auch nichts umstellen. Das war jetzt eigentlich auch alles, was es aus dem Menü geben sollte. Ah, jetzt habe ich das Zeug eingesammelt. Das wurde nur neben mir gespawnt. Jetzt kann ich es wahrscheinlich irgendwem ausrüsten, oder? Nee. Ist das Monado wenigstens in meinem Inventar? Wir wissen, dass es irgendwo vorhanden ist. Das muss uns erstmal vom Anfang an erreichen. Ich versuche jetzt auch die Folgen nicht mehr so extrem lang zu halten an diesem Punkt. Und es gibt diese Woche dann auch erstmal nur Shadowblade, um das Projekt so ein bisschen einzuleiten. Beziehungsweise um ein bisschen in das Projekt reinzukommen. Ich musste sehr viel Zeug mitnehmen. Es wird später noch wichtig. Okay. Da ist einer auf Level 43. Ich habe das Gefühl, der bringt mich um. Den Kampf gewinne ich nicht, Leute. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Könnte ich mal bitte den anvisieren, der vor mir steht? Der Wind ist natürlich nämlich auch wichtig. Hey, come here. I got something for you. You're a lifesaver.
erstmal den richtigen Gegner finden, ne? Es ist schwer, anständig anzuvisieren. I guess having the upper hand doesn't guarantee your safety. Komm, wir bringen diesen Hase um. Heute gibt's Hasenfleisch. Auch wenn ich von der Seite mache, dann ist bei dem Angriff schwanken. Das habe ich letztes Mal falsch verstanden. Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Just like us. Im Übrigen auch, um mal auf ein paar Sachen vom letzten Mal einzugehen, weil ich das nur wenig getan habe. Erstens nochmal, ich finde es richtig schrecklich, dass die von Kindes an gezwungen sind, so extrem zu kämpfen, ne? Oh, da macht jemand eine Flächenheilung. Kommt, haut diese Fliegen weg. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Kampfmusik. Oh, ich halte mich mal, ne? Danke für die Regenerationszonen. Vielen Dank. Okay, da wollen wir lang. Da leuchtet was golden. Ein Container. Ach ja, der Nopon. Riku heißt der. Komplett vergessen. Ja, das sind so gesehen Kisten. Nopons sind wunderbar. Ich habe nur gute Erinnerungen mit denen. Er scheint nicht wirklich ein Kämpfer zu sein. Ja, die können Items enthalten. Es gibt legendär diese lila, selten gelb und gewöhnliches weiß. Früher gab es mehrere Stufen. Was habe ich eingesammelt? Ein Angriffsstein, was zum Ausrüsten, ja! So, das rüsten wir mal Noah aus. Wen nehmen auch sonst, ne? Also ich kann auch die anderen Charaktere spielen. So ist das nicht. Das ist nicht unmöglich. Dass ich jetzt beispielsweise die Yoini nehme. So heißt ja, meine ich. Ich müsste jetzt nur die Taste finden, mit der ich das aussuche. Einfach mal gucken. Eventuell finde ich die Taste. Ich habe die Karte für die Minimap gefunden. Ach, da finden wir später heraus. Jetzt erstmal Signal folgen. Das ist das rotleuchtende Etwas jetzt. Eine Leiche. Ja, wollte noch mit letzter Kraft nach Hause, aber hat nicht geklappt. Ich möchte hier den Weg weisen. Wir trällen hier also ein Lied.
Ich weise dir den Weg. Also in so einer Welt wäre ich eigentlich der Erste, der eine Revolte starten würde, ne? Wenn man dazu gezwungen ist, die ganze Zeit nur zu kämpfen für Lebensenergie. Und die dann am Ende eh abgeben muss. An jemanden, der sich nicht mal an dem ganzen Scheiß beteiligt. So, jetzt will ich mal rausfinden. Okay, das ist einfach nur Teleport. Das ist interessant. Im Wasser kämpfen ist nicht so angenehm. Weiß ich nur von früher. Im Wasser kann man nicht kämpfen. Da wird man immer verprügelt. Ein leichter Bück. Oh nein. Nicht die Mück. Die Mück, die ist so heftig. Da kann man sich doch gar nicht mehr wehren. Tschüss. Oh, ich will das da haben. So, weg mit euch im scheiß Mücken. Oh, Geld. Nopon Silbermünze. Ganz schnell erlangt ihm, besser kann ich mich nach wie vor nicht wehren. Zumindest nicht so gut. Früher konnte man im Wasser nicht kämpfen, jetzt kann man es offenbar. So, der Fisch schwankt. Im Wasser umwerfen den Fisch. Das ist logisch. Ein zersprungener Eder ist halt, oh, lecker. This should be enough for our daily hygiene needs, eh? No, it's no substitute for a proper bath. Das ist kein Bad, Lance. Oder wer von denen das jetzt war? Wer ist der letzte da in der Gruppe eigentlich nochmal? Der. Ah, Mamba. Der ist nicht so wirklich im Gedächtnis geblieben. Der ist so unauffällig. Ja, sitz! Sie haben Stöcke! Kann ich doch nichts mehr machen. Ja, das ist das, was ich meinte. Je nachdem, wo ich stehe, haben die Attacken unterschiedliche Effekte. So, so stehen, dass man alle trifft am besten. Ja. Schwankt, die blöden Hasen, schwankt. Ja, ich habe den Hasen reingestochen. Ist das auch ein Flächenangriff? Nein. Muss man ja testen, ne? Das ist ein Flächenangriff ist. Um Gottes Willen, ich habe ihnen den Schweif geklaut. Na gut, ist nicht das erste Mal, dass ich bei irgendeinem Vieh den Schweif abbrenne. Oh, lecker. Lecker Fleisch. Hasenfleisch. Ich sagte doch, das wird unser heutiges Essen. Ich nehme so viel mit wie möglich. Das brauche ich safe noch. So, ich will nicht jeden Meter kämpfen müssen. Da ist auch wieder irgendwer, dem ich den Weg weisen kann. They're from Colony 9. Noah, will you do the honors? Wenn ich den nächsten Reisepunkt habe, am Anfang war doch auch nochmal so einer. Eigentlich ist jeder Punkt zugänglich. Bei diesen Spielereien.
Also es war bisher nie so, dass ein Punkt unzugänglich war. Wenn man ihn sichtbar hatte, dass da irgendwas ist. Die Frage war dann eher, ob man dahin will. Holzhasen wollen irgendwie mal kämpfen. Schwanken. Es ist nur mit besonderen Techniken fähig, möglich. Schwanken, umwerfen, Ohnmacht, Explosionen. Es ist in Ohnmacht gefallen. Training. Du kannst sie alle Tutorials erneut anziehen. Ach nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, Sherlock. Oh, da ist ein Riese. Da ist ein Riese kaputt gegangen. Ich versuche, wie gesagt, alles mitzunehmen, was geht. Der Witz ist, dass es wahrscheinlich trotzdem nicht genügend sein wird. Da ist wieder jemanden, den ich den Weg weisen kann. They're from Colony 9. Noah, will you do the honors? Mögest du in Frieden ruhen, mein armer Geselle. Man muss sich ja auch immer ein bisschen das Vertrauen ergaunern, ne? Ach, und bevor ihr fragen will, ja, es gibt Fallschaden. Es gab beim ersten Xenoblade sogar Erfolge. Da war ein Erfolg, stürzt sich eine Klippe runter. Ja, dafür bin ich hierhin gerannt, für den Container. Lecker. Eine Chromschärpe. Mal gucken. Erhöht Dauer von Schwanken um 16%. Das hätte bei mir einen Sinn. Wir machen mal bei ihm die Autoangriffe stärker. Ja, was anderes können wir gerade nicht machen, ne? Soll ich mal euch beweisen, dass es Fallschaden gibt? Okay. Wir machen hier dann jetzt für heute Feierabend. Es waren 20 Minuten. Zumindest bei mir jetzt. Kann sein, dass ich ein bisschen was rausschneide in Zukunft. Also, dass die Parts ein bisschen kleiner gehalten werden. Was ist das Leuchtende an dir? Vielleicht ist eine besondere XP? Tschüss! Ich habe goldenes Hase und Fleisch bekommen. So, jetzt aber wirklich. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!